Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen in ein neues Eternal Evolution Video. Und der neue Held ist revealed. Ja, es ist ein Atlas Energy Hero. Ich glaube, der ganz gut sein könnte. Ja, er sieht so ein bisschen aus, sag ich mal, wie Zeus oder so in die Richtung. So wie so ein Donnergott, sag ich mal, mit seinem langen weißen Bart. Da stellt man sich ja immer so Zeus so ein bisschen vor. Und mit seiner, ja, was ist das, so ein Blitzlanze oder was das so genau sein soll. So ein bisschen hat er hier auch so diese Ares-Vibes mit diesem goldenen und so in die Richtung. Er sieht auf jeden Fall ganz cool aus, muss man sagen. Und wir gucken uns mal an, was er quasi auf dem Kasten hat. Liebe Kommandanten, ein neuer Atlas Energy Held der Stufe SSS Kariolis, der Schurkensturm, wird bald in Eternal Evolution erscheinen. Kariolis kann den Feind mit himmlischem Feuer bestrafen, das allen Zielen im ausgewählten Bereich Schaden zufügt. Dies erzeugt eine Schockwelle, die sich über das gesamte Schlachtfeld ausbreitet und allen Zielen Schaden zufügt. Das heißt, er hat einfach irgendwie so eine riesige Schockwelle, die jedem Schaden zufügt. Mal gucken, wie viel halt. Zu Beginn des Kampfes kann Kariolis die mittleren und hinteren Reihen schützen, indem er ein Abyss-Sturmfeld erzeugt. Verbündete Helden, die sich im Radius des Abgrunds befinden, erleiden weniger Schaden. Alle Angriffe, die in den Radius des Abgrunds eindringen, werden unterbrochen. Das ist, heißt, es ist ein echt harter Vanguard-Counter und ein echt harter Assassin-Counter. Da darf man ja wirklich abwarten, ob dann jetzt Coraxia-Teams noch so stark sind. Ich wage es doch echt an zu bezweifeln. Ich glaube, das ist der Held, mit dem wir Coraxia besiegen können. Wenn ich jetzt überlege, einfach, wir packen ihn ins Tank-Team rein, anstatt vielleicht Purin oder so. Und dann können die Assassinen einfach erstmal ihren ersten Jump da rein gar nicht machen, machen gar keinen Schaden, wird unterbrochen. Ich glaube, das kann sehr, sehr stark sein. So, raten Sie, welche Fähigkeiten Kariolis nach dem Lesen der folgenden Hinweise in den Kommentaren noch haben wird. Ja, jetzt kommen wir in das super spannende Raten. Antiladung. Ja, das ist ja das, was wir, glaube ich, gerade hatten, ne? Dass keiner da reinspringen kann. Schaden für alle. Ja, das hatten wir auch mit diesem Schockwellending. Echter Schaden. Oh, echter Schaden ist natürlich super nice. Also True Damage ist immer gut, wenn man das liest. Ultra Langstrecken. Und Verbündetenschutz. Ja, ich kann mir jetzt hier nicht wirklich was Neues ausmalen, aber ich glaube, dass der Held im PvP einiges rotieren wird. Ich glaube, der wird ein Counter werden für Assassinen und für Vanguards, wobei Vanguards ja sowieso nicht so stark sind. Ja, Leute, in dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace, euer Resign 1.